Servus bei Bayern Absolut und Servus zu den Adventsfolgen von Bayern Absolut. Heute ist die Folge zum vierten Advent. Brutal, ist es nicht schon wieder schnell gegangen, wie die ganze Adventszeit verflogen ist? Habt ihr schon alle Geschenke? Ich hab's schon fast alle beieinander mittlerweile. Und die letzte Folge vorm Heiligen Abend. Ja, um was geht's denn? Ja, jetzt habe ich so ein bisschen ein kleines Problem. Ich kann es jetzt noch gar nicht so direkt erzählen, weil nämlich der Sigi mir schon gegenüber sitzt. Und wenn jetzt ich das schon erzähle, dann ist er ja nicht mehr überrascht. Aber jetzt gebe ich gleich mal ein paar Tipps. Es geht ums Knacken, es geht ums Lichten, ums Schmusen und ums Geschenken. Das sind die Zeitwörter, sagt man von der Schule her. Ja. Jetzt freue ich mich auf den Sigi und ihm wünsche ich viel Spaß mit dieser Folge. Sigi, servus, habe dir. Du grinst schon so. Grüß dich, Manni. Sigi, jetzt hast du gerade die Einleitung von mir gehört, gell? Ja. Darf ich dich jetzt noch so direkt fragen, was ist bei dir hängen geblieben? Nussknacker. Nein, Knacker hast du gesagt, gell? Ach geh, okay, jetzt soll mir nichts mehr, der Nussknacker. Ich traue mich wetten, dass bei dir ein anderes Wort hängen geblieben ist. Lichten? Nein, aber gut aufpasst. Ach, Sigi, du brauchst gar nicht so brav da. Da wird ja jeder von den Zuhörern, der wo dich schon ein paar Mal gehört hat, der wird sofort wissen, dass der Sigi nur an Schmusen denkt. Ja, okay. Von mir aus. Ist Schmusen, gell? Ja, freilich. Ja, komm, also. Ein Nussknacker. Was interessiert mich der Nussknacker? Ja. Was ist deine Methode, um am besten Schmusen zu können zur Weihnachtszeit? Anfangen, los geht's. Also gar nicht groß umeinander, sondern einfach mitten hinein ins Vergnügen. Selbstverständlich. Ah, da ist er her. Falls es einmal nicht klappt, Sigi, da habe ich einen super Tipp für dich. Mhm. Und zwar Mistelzweige. Mistelzweige? Ja. Zündst die an und dann betest die Götter an oder wie machst du das? Nein, das hängst du auf. Echt? Ja, kennst du das nicht mit den Mistelzweigen? Ja, Mistelzweige kenne ich keine. Ah, geh auf, also schon, nicht. Natürlich, das Gewachs kenne ich das, schon. Das, wo an die Baumumwelt wächst, diese Parasiten sind ja das. Mhm. Aber du kennst den gar nicht, den Brauch, dass man den in der Wohnung hat. Ja, als Deko, aber gibt es da einen Brauch? Boah, ja, Sigi, dann werde ich jetzt da total erhellen auf alle Fälle, um nicht also zu ist, sagen das, erleuchten. Ist das Lichten dann, was du meinst? So ähnlich, ja, so ähnlich. Wir kommen noch zum Lichten. Seien wir gespannt. Darfst du gespannt sein? Ja. Also Sigi, die beste Botschaft für dich. Wenn du in deiner Wohnung einen Mistelzweig aufhängst, am besten da, wo man oft durchgeht. Durch die Tür. Durch die Tür zum Beispiel, ja. Und da steht eine Frau drunter. Dann darfst du einfach hingehen und darfst du sie küssen und sie darf das nicht ablehnen. Echt? Ja, weil wenn sie es ablehnt, dann wird sie das nächste Jahr nicht heiraten. Ach so. Das sagt der Brauch. Dann wird es nicht heiraten. Nein. Wenn du es ablehnst. Ja, das heißt, wenn jetzt da deine Freundin unter dem Mistelzweig steht, ja, und du magst es nicht heiraten, dann schmust du am besten nicht. So schaut es aus. Was siehst du? Ja, weil nicht, dass es falsch versteht. Weißt du schon? Ach so, außer sie stellt sie natürlich direkt unter den Mistelzweig und hofft dann. Kann da sein. Es ja. Könnte auch eine Warnung sein. Ein Wink mit dem Zaunpfahl. Ja, mit dem Mistelzweig. Ja, weißt du, also sie gewinnt jetzt einmal deine Freundin ja. Stundenlang mit dem Stuhl, weil es nicht mehr steht, unterm Mistelzweig sitzt. Dann weißt du, was los ist. Ah, okay. Und wenn du stundenlang auf dem Klo bist und nicht mehr rauskommst, dann weißt sie, was los ist. Habe ich die Mistelzweige gefressen. Vielleicht hast du dann, ja genau, die sind nämlich giftig auch. Ja, genau. Und heiraten magst du auch nicht. Dann wird sagen, recht geschieht sie an dem Badsee. Ich weiß nicht, ob sie das denkt. Meinst du nicht? Nein, die ist da verständnisvoll. Ach ja. Ja, und Eisern, die braucht sie nicht am Stuhl sitzen. Nicht? Nein. Das ist die. Ja, die braucht ja nicht lang stehen. Das ist die stehen, stundenlang warten, bis du kommst. Nein, die braucht ja nicht lang zum warten. Zum Küssen und dem Mistelzweig. Ja, aber Sigi, dann bist du wieder in der Position. Na, weißt du schon, Sigi. Mhm. Aha. Sigi. Ja, also da du den Brauch nicht kennst, erzähl dir einmal was davon. Ursprung, weiß man wieder nicht gewiss. Aus den USA. Ja,
Also hast du doch schon ein bisschen was gehört, ha? Ja, man kennt ja das so, diese klassischen amerikanischen Familienfilme. Ja, genau. Wenn man jetzt Sissi schaut, dann kommt halt dann sowas und dann hängt da überall der Mistelzweig rum. Genau, also die Amerikaner feiern das, auch die Engländer feiern das ein bisschen oder dieses Brauchtum. Entschuldigung. Man weiß aber nicht, wo es herkommt. Man meint, dass eventuell sogar aus dem alten Griechenland oder aus dem alten Rom kommt, da wo das mit den Zweigen alles schon so gemacht worden ist. Man weiß überhaupt nicht. Also es wird bloß viel spekuliert. Aber im 19. Jahrhundert weiß man, dass schon langsam als Weihnachtsschmuck gekommen ist. Weil es halt immer grün ist und weil das halt Fruchtbarkeit und Kraft und Lebenskraft symbolisiert. Und es ist auch gut für die Gesundheit. Also wenn du jetzt da medizinisch da irgendwas brauchst, dann wird es hergenommen, zum Beispiel beim Bluthochdruck oder ja, wenn du einen Krebs hättest. Und wenn du das aber isst, ohne dass du dich auskennst, dann kannst du Magen-Darm was kriegen. Also wenn ich mich auskenne und das isst, dann passiert nichts? Nein, weil dann bist du Apotheker und dann weißt du, was du zubereitest. Ach so, okay. Ja. Oh, ach, glaubst du jetzt alles nicht? Doch. Glaubst du schon? Ja, freilich. Ja, doch. Jetzt pass auf. Ja, nur weil ich mich nicht auskenne, ich mag ja nicht schon wieder wie Depp dastehen. Jetzt weiß ich. Also sagen wir so, um in deiner Welt zu bleiben, weißt du, wer immer Misteln gesammelt hat? Ja. Ja, erzähl. Das war der Druide von Asterix und Obelix. Genau, gell? Der hat auch immer Misteln gesammelt und hat es dann in seinen Zaubertrank rein da. Genau. Schau her. Stimmt. Und schon ja, bist du genau dabei. Schon ist dein Thema. Das Schmusen hat dich nicht interessiert oder zumindest hast du es nicht so offen zugeben können. Aber Asterix und Obelix mit den Druiden. Hat der neben Miraculix geheißen? Ich glaube, der hat Miraculix. Ich hätte jetzt fast gesagt Trobadix, aber das war der Sänger, den sie am Baum gebunden haben. Ja, genau. Dem, wo sie immer ausgeschmissen haben. Miraculix hat er geheißen. Mitgegeben haben. War das denn nicht der Miraculix, der da im Spaghetti... Nein, das war was anderes. Miraculix, aber das war Schleichwerbung, Sigi. Jetzt haben wir das schon wieder. Ja, ich weiß nicht, irgendwie... Jetzt müssen wir, glaube ich, langsam akquirieren. Ach so, meinst du? Wenn wir das aus Versehen schon so gut kennen. Ja, also wenn Miraculi einmal einen bayerischen Schweinsbraten macht, dann ruft man es einmal an, ob die nicht in den Podcast reinkommen. Mit der Dunkelbier-Sauce aus der Alutüte. Ach, hör mal. Dunkelbier-Sauce, da hast du mir jetzt gerade gehabt. Aber Alu-Dings, da war ich schon wieder weg. Den gerade an Weihnachten, was da zum Essen gibt. Aber da will ich jetzt ja nicht ablenken, sondern Asterix ist der Geschichte und das ist ja auch so ein bisschen germanisch, gell? Oder Asterix, so gallisch. Gallisch, Dings da. Eher französisch. Französisch, germanisch. Nein, japanisch habe ich nicht gesagt. Germanisch. Japanisch. Was japanisch? Nein, nicht japanisch. Auf keinen Fall. Ihr erzählt jetzt was Germanisches. Verzeih. Es gibt nämlich eine Legende auch zu dem Mistelstrauch dazu. Also Sigi, hör dir die Geschichte lieber an. Weil ja, wenn jetzt du das nächste Mal die nächste junge Dame triffst und dann Mistelzweig, dann musst du ja ihr auch was erzählen können. Zum Mistelzweig? Ja, logisch. Und aber warum sie das jetzt machen soll. Ach so. Und dann sagst du, das geht zurück auf die Göttin Frigga. Die Frigga? Ja. Germanische Göttin. Frigga? Ja. Frigga, mit Doppel-G. Ach so. Und dann wird das junge Mädel fragen, ja Sigi, wer ist denn die Frigga? Na sagst du, ja das ist ja die Liebesgöttin bei den Germanen gewesen. Und das war auch so, da hat sie den Besen Loki gegeben. Und dann sagt sie, Loki, sagt das junge Mädel zu dir, Loki, der Name kommt mir doch bekannt vor. Na sagst du wiederum? Ja, selbstverständlich, kenne ich. Ja, und weil? Zwar vom? War das der Genscher, dem seine Frau? Nein. Ach so, vom Helmut Schmidt seine Frau. Ah, vom Helmut Schmidt seine Frau. Die hat Loki geheißen. Ah, stimmt. Aber auch von den Thor-Filmen. Da ist ja auch der Loki der Böse. Ja, aber wenn es germanische Sage ist, dann wird das allweil so bleiben. Dann wird das so bleiben. Also, und daher, aber das sagst du dem Madel, weil das weiß ja die auch, dass da die Thor-Filme gehen. Ja, genau, weil damit ich auch was, mal was Gescheites erzähle. Genau. Und jetzt geht's los mit der Legende. Also der Loki, der wollte den Burm von der Frigga umbringen. Und jedes Tier und jede Pflanze hat dann der Frigga versprechen müssen, dass sie ihrem Sohn keinen Schaden deren. Aber die Frigga hat natürlich den Mistelzweig vergessen, weil die Misteln ja hoch oben den Baum wachsen. Hat sie es nicht gesehen? Das hat sie übersehen. Und das hat der Loki wieder gewusst.
Woher hat der das gewusst? Ja, Götter, Sigi. Ach so, Götter. Erklär mir ja, du die Logik von Göttern. Na, gibt es eigentlich gar nicht. Nicht, gell? Das ist genauso wie mit dem Lindenblatt beim Siegfried. Genau, auch wieder die germanische Sage. Und allweil sind die Pflanzen schuld, gell? Ja, manchmal sind schon die Pflanzen, gell? Aber nicht ablenken, jetzt sind wir bei der anderen germanischen Sage. Der Balder, so hat der geheißen, das ist übrigens der Gott der Sommersonne, also der Bur von ihrer, der ist dann mit einer Pfeilspitze aus Misteln getötet worden. Und dann hat die Mama angefangen zum Warnen und diese Tränen von ihrer, die haben sie dann in die weißen Beeren des Mistelzweigs verwandelt. Das klingt schon romantisch, gell? Ja, und romantisch, traurig, gell? Ja. Kennst du so, kennst schon die Mistelzweige mit die Bärl drauf, oder? Ja, ist vergleichbar mit einem Knallerbsenstrauch, oder? So ähnlich. Knallerbsenstrauch, den kenne ich jetzt gar nicht so, aber. Na, die haben rote Bärl, oder? Na, weiße. Ah, weiße? Ja. Ah, ja. Genau, weil die gibt es weiß und rote, weiße. Beides. Gibt es weiß und gibt es rot. Gibt es ein paar Sorten von denen. So, und die Mama, also die Liebesgöttin Frigga, hat dann 3 Tage lang gewarnt und dann hat sie es geschafft, den Balder, ihren Burm, zum Leben zurückzuholen. Und aus Freude hat sie jeden geküsst, der unter dem Baum durchgegangen ist, wo der Mistelzweig umhat war. Und so ist der Brauch entstanden, zumindest, aus der Legende raus. Zumindest ist es die Legende dazu. Und die Misteln haben dann danach versprechen müssen, das nimmt man an Schon zu fügen. Das klingt gut. So viel zu der Legende. Das ist eine tolle Geschichte, oder Siege? Eigentlich schon. Vor allem hat man das jedes Jahr zum Verzehren für die Kinder oder so. Ist auch nicht schlecht. Ich find's schön. Was mich oftmals so wundert, jetzt haben wir ja so viele Bräuche schon durchgeredet, vom Adventskalender, Kranz und alles. Und viel hat man ja gar nicht zurückverfolgen können, wo der eigentliche, also man will ja immer diesen einen Ursprung haben, aber das hat man oft gar nicht gefunden, sondern das hat sich irgendwie entwickelt und auf einmal war es da und es ist mehr geworden. Und mit das hat ja dann verschiedene Einflüsse, weil jeder erzählt halt irgendwelche Geschichten und irgendwo wird es notiert und da auch wieder nicht. Früher hat man ja nicht so viel aufgeschrieben, sondern quasi durch Baden oder so ist das dann durchs Land getragen worden oder Geschichten am Lagerfeuer oder eben zur Weihnachtszeit oder sowas. Ich kann mir die Fälle super vorstellen. Als so ein spielender Musikant, der durchs Land wandert und musikalisch die Geschichten verzeiht. Kann ich mir super vorstellen bei dir. Ja, das hätte wahrscheinlich der Trubadix sich auch vorstellen können, aber der ist nicht weit gekommen bis zum nächsten Baum und da haben sie dann aufgehängt. Ja gut, aber der Musiker vom Asterix, der hat ja wirklich grauenhaft gesungen, oder? Das war ja bei dir nicht der Fall. Na, das war ein Traum, wäre das gewesen. Also, Mistelzweig-Geschichten, ganz großes Kino. Sigi, die in so einem mittelalterlichen Gewandel mit so einer, was ist denn das? Die haben ja damals noch keine Gitarre gehabt, sondern so Lauten waren das. Laute heißt das? Laute, ja. Aber das ist das quasi wie so ein Banjo oder wie schaut das aus? Ja, wie so, wie soll ich sagen, wie so eine Buzuki, aber kleiner. Ah, was? Ja, das ist so, sind so Holzstreifen, so eine Halbkugel quasi. Ja, sowas, gell? Genau. Ah ja, genau, das kennt man. Und dann ist halt so ein Gitarren. Und wie heißt das Ding? Laute. 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 Mit so einer Laute. Kann ich mir gut vorstellen. Dann hättest du vielleicht auch einen Kollegen gehabt, einen Kasperl, weißt du, wo immer da so ein bisschen dazu tanzt hätte. Super. Und dann würdest du sagen, so, also würdest du in die Seiten so rein tun, dass das so schön klingt. Und dann würdest du sagen, ich bin Siegfried von Ziegenstein und ich bringe Ihnen heute die Legende des Nordens von der Liebesgöttin Frigga und ihrem Sohn Baldur. Also ich muss ganz ehrlich sagen, schade, dass der Hörer das jetzt nicht sehen hat können, weil das war ein gar lyrisches Meisterwerk, allein von der Aktion, die ich hingefuchtet und ja, nicht schlecht. Ja, so stellen wir die vor, Sigi, da. Perfekte Laienbühne. Super. Mei, Sigi, das war mal was, hä? Sigi, jetzt, wenn wir die Silvesterfolge machen, dann fülle die vielleicht das so ab, dass ich die zu irgendwas überreden kann. Ja, ich spiele, du singst. Du spielst, ich sing? Ja, du singst. Sigi, ich würde gern singen, wenn ich kann, dann hätte ich ja schon lange meine Rockband und alles, aber ich kann leider nicht singen. Das macht ja nichts, brauchst du nicht.
Ach, hör auf. Du musst bloß sagen, dass du das kannst und dann machst du es und dann glaubst du die Leute. Sigi, weißt du was, ich habe mir jetzt die letzten Tage einige, oder letzten Wochen muss man schon fast sagen, einige Weihnachtsliedl angehört, gell? Und dann hat einer, hat sie Stille Nacht, Heilige Nacht hinterlegt und hat gesagt, so, jetzt singe ich mal Stille Nacht, Heilige Nacht und hat so grauenhaft gesungen und das fand ich fast unverschämt, die Welt damit zu belästigen. So, so. Ja. Aber das Intro von den Weihnachtsfolgen ist ja eigentlich auch mehr rockiger als das Obon-Gedudel, was man sonst... Logisch. Obon. Ja, doch, stimmt schon. Ja, weißt du warum? Warum? Weil es ja jetzt so stad ist. Also nicht bloß die stade Zeit, sondern man darf ja nicht mehr so viel machen draußen und normalerweise müsstet ihr ja was Besinnliches machen. Ja. Und viele Leute sagen aber... Mir ist schon Start. Dann habe ich mir gedacht, weißt du was? Aufrütteln. Jetzt rüttelst du einmal da auf, dass da ein bisschen was Rockiges rein. Und mei, das ist ja eben so, manche gefällt es nicht. Ja, dann singst du halt mal eine Strophe über diesen Gitarrensound. Ja, aber wenn ich singen kann, Sigi, weißt du was? Ich schreibe dir einen Text, du spielst und singst. Ich bin der Sigi aus Giesing und ich spiele hier für euch, liebe Leute. Ja, aber das, was du jetzt da gerade darstellst mit den Händen, das schaut nach Geige spielen aus. Ja, Sigi, ich bin nicht so bespielt mit den ganzen Instrumenten. Ich habe höchstens einmal eine Blockflöte gelernt, gell? Gelernt? Ja. Ja, nicht schlecht. In der Grundschule. Ah, ja. Haben sie dich auch gezwungen. Ja. 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 Und dir wird auch bald wieder das Licht heller aufgehen. Lichten quasi. Lichten. Stichwort Lichten. Ab 21. Dezember 14.30 Uhr, 2:30. Wintersonnenwende. Es wird wieder heller. Hat das dann was mit der Lichtmesse zu tun? Nein, gar nicht. Die ist später. Die ist am 2. Februar. Ah, genau. Da war ja was mit den Heiligen Drei Könige. Ja, genau, noch weiter hinten nach. Genau, ja, ja. Genau, genau. Ja, erzähl, was ist schon wieder Sonnenwende? Wir haben ja, glaube ich, mehrmals im Jahr Sonnenwende, gell? Ja, zweimal, genau. Mhm. Also, langt eigentlich, gell? Ja, ich finde schon, also ich meine, muss er zweimal sein, wenn's, weil wenn es irgendwann der Tag wieder länger wird und dann dreht es um, dann muss er wieder kürzer werden und das sind halt die zwei Punkte. Und jetzt ist er schon so finster und jetzt wird es wieder heller dann. Aber, also, ab 21. Ab 21. Aber du merkst die ersten eineinhalb Monate noch nicht so viel, dass so viel heller wird. Da geht es recht langsam. Und ab Februar wird es dann schneller heller, also immer mehr heller. Liegt an der... Die Sonneneinstrahlung. Ja, wie die Erdkugel, die dreht sich um so eine Achse. Mhm. Und die Achse, die ist ja quasi schräg zur Sonne. Und an dem liegt es, dass halt die Erde quasi schräg da immer zur Sonne steht. Und deswegen pendelt es immer her vom kürzesten Tag. Und dann wird es immer, kürzester Tag. Also in beide Richtungen halt. Ich mag nicht, dass du da immer so lachst. Ein wissenschaftlicher Vortrag par excellence. Ja. Also, wen jetzt... Du aber so macht Wissenschaft Spaß. Echt jetzt, oder? Ja. Ja, auf Bayerisch und nicht so geschäftlich daher geredet, oder? Genau, wenig Wissenschaft, dafür mehr Freude am Unterricht. Ja, jetzt pass auf, ich habe ganz viel Freude. Also, stellen wir uns den kleinen Siegfried vor. Wenn der kleine Siegfried immer zum Sonnenaufgang aufsteht, hier in Minger, dann darf er zur Wintersonnenwende am 21. Dezember was schätzt, wie viel Uhr aufstehe, wann geht da die Sonne auf? Wann die Sonne aufgeht, weiß ich nicht. Aber wenn ich aufstehe, dann ist die Sonne schon hoch am Himmel. Sigi, dann geht die schon bald wieder runter, wenn du aufstehst. Also um 8 Uhr. In der Früh. Um 8 Uhr in der Früh. Am 1. Januar auch, 5 Minuten nach 8 Uhr. Und dann geht es schon langsam um 1. Februar, 7:45 und dann auf einmal geht es schneller. Ganz, ganz schnell. Also ab 1. Februar, da geht es los. 1. März sind wir dann nämlich schon 5:05. 1. April, ja. 1. April, ja. Jetzt kommt bestimmt irgendwas Lustiges. Nein, das ist auch ein bisschen weniger. Und dann geht es halt immer weiter runter bis zum 21. Juni. Und wenn dann Juni. Sommeraufgang ist, dann wird es wieder früher dunkel. Wenn dann Sommeraufgang ist? Was? Was hast du gerade gesagt? Wenn Sommeraufgang ist. Sommeraufgang. Wenn Sommeranfang ist, dann wird es dann wieder früher dunkel. Oder? Sommeranfang, das müsste ja... Ja, genau, freilich. Ja, genau. Aber genauso verschwindend gering erst beginnend
Und dann zack, schlagartig dunkel. Genau, das hat auch was mit der Drehung, also mit der schiefen Achsen da von der Erde zum da. Und jetzt um einmal noch beide Extrempunkte zu haben. Also am 21. Dezember geht es um 8 in der Früh auf, haben wir ja gerade gehabt. Und dann, das was du gerade sagst, wenn die nächste Wende ist, wenn es wieder kürzer wird, die ist am 21. Juni, also ein halbes Jahr später. Und da ist 4:45 in der Früh. Ist ja ein gescheiter Unterschied, 2 oder 3 Viertelstunden, gell? Ja. Und jetzt sage ich dir noch was krass ist. Du schaust wirklich total erstaunt gerade. Der kürzeste Tag sind 8 Stunden 20 und der längste Tag sind über 16 Stunden. 16, aber bei unseren Breiten gerade. Das ist jetzt halt minger. Ah, okay. Ein Wahnsinn eigentlich, gell, wenn du mal überlegst, dass ihr seit 8 Stunden ungefähr und dann in einem halben Jahr bist du schon wieder bald bei 16 Stunden. Das ist für ein Riesenunterschied, gell? Ja, schon. Da wäre quasi Tag und Nacht verschoben von der Zeit her, wenn du so sagst. Aber das ist ganz gut, dass das im Sommer ist, dass so viele Sonnenstunden. Ja, weil jetzt bei dem Wetter. Was willst du draußen? Ja, frisst dich, ja, ist hell, aber. Ist zwar schön, aber da stehst du um 10 Uhr draußen und. Da kannst du auch nichts machen. Nein. Ja, also Sigi, so viel jetzt der Wissenschaftsbeitrag und jetzt. Der Wissenschaftsbeitrag? Ja, da habe ich jetzt an die gedacht, wo es ums Knacker gegangen ist. Was? Ja. Da bin ich jetzt gespannt. Ja, weil ja du so ein Musiker bist und du bist da so, wie sagt man, wenn man viel liest, sagt man ist belesen. Wenn man viel unterwegs war auf der Welt, dann sagt man ist bereist. Wenn man viel gegangen ist oder auch bereist, dann sagt man vielleicht bewandert. Aber wie sagt man jetzt, wenn man viel Musik hört und sich mit Musik auskennt, sagt man da bemust? Bemust. Beschmust unter Mistelzweig. Und ansonsten ist man. Man ist musiziert? Nein. Das gibt's nicht, gell? Nein. Musik bewandert. Oder? Musik bewandert, ja. Bemust. Also, weil, weiß ich jetzt nicht. Also, auf alle Fälle, weil. Aber auch da wieder, gell? Die Muse hat einen geküsst. Oder ja. So. Ja, gut. Mir hat es noch nicht geküsst. Also, Nussknacker ist nämlich das Thema. Und weil Tschaikowski hat ja Nussknacker einmal da das Ballett oder Oper gemacht. Mhm. Und da habe ich eben dann auch an die gedacht. Das ist eigentlich ein Ballett. Klugscheißer-Modus wieder aus. Ist ein Ballett, gell? Ja. Die hupfen dann so auf Zehenspitzen umeinander. Genau. Ja. Genau. Ah ja, in also knappen, kann, jetzt, knappen Gewändern. Kann man ein Ballett auch als Oper machen, Sigi? Aufführen? Ja, Ballett und, ist eher was Leichtes. Ist was Leichtes? Eher was Leichteres. Aha. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt, oh, da bin ich jetzt auch überfragt, weiß ich jetzt gar nicht. Also Ballett ist ja ohne Gesang, da ist ja nur Tanz, oder? Ich weiß jetzt gar nicht, jetzt wird es ganz peinlich. Ach ja, genau. Und der Oper, klar. Da wird ja meistens gesungen und dann gibt es ja noch die Operette, das ist so eher was Zwischending. Was Kleines, Lustiges. Was Kleines, lustig und da wird ein Schauspieler dazwischen. Ja, genau, immer. Mhm. Aber die Operette ist eher so Komödie und die Oper ist halt ernst und groß und ganz groß. Mhm. Genau. Ah. Du kannst das doch singen. Nein, wirklich nicht. Gut. Sigi, wirklich nicht. Achso, dann machst du Ballett. Aber wenn es keiner singt. Nein, bin ich jetzt alt. Ich bin jetzt alt für Ballett. Warum? Du, Sigi, also wenn du beim Ballett, so wie ich das Song ablassen, wenn du da die 30er-Marke überschreitst, als Mo, also anscheinend ist der Unterschied zwischen Mann und Frau, als Frau kannst du länger tanzen, aber als Mo, das muss so krass anstrengend sein und das muss so auf den Körper und die Gelenke gehen. Ach so, ich meine, wenn man die Wampen so sieht durch die engen Hosen. Na? Du meinst jetzt meine Wampen? Von mir aus dein Wampen. Also Sigi, ich darf mir meine Wampen schon wegtrainieren, wenn ich Opern oder Ballett tanzen würde. Also deswegen. Dann schon, aber das geht ja gar nicht mehr. Da ist der Körper einfach. Das ist eine super Erklärung eigentlich. Da bist du zu alt, du kannst du nicht mehr. Kannst du auch nicht mehr, Sigi, was mehr jetzt nur mit Ballett. Du kannst Bade kannst du werden und an die Königshöfe in Europa nur umeinander fahren, aber nicht mehr mit Ballett. Das ist keine Chance. Körper zu alt. Du kannst die Damen nicht mehr heben. Das geht nicht. Du hast die Geschmeidigkeit nicht mehr. Das so. Ist halt auch so. Ja, freilich. Tut mir leid, Sigi. Falls du wirklich vorgehabt hast, noch Balletttänzer zum werden in den Leben, dann, Sigi, tut mir leid, wenn ich jetzt gerade deinen Traum zerstört habe. Ja, das ist eigentlich schon gemein. Also ich wollte eigentlich in meinem Leben schon noch mal Balletttänzer werden. Unbedingt. Aha. Unbedingt, ja. Ja, machst du dann daheim manchmal so Strumpfhosenproben auch? Vom Spiegel.
Ja, also eigentlich sollte es jugendfrei werden, da der das Podcast. Das ist absolut jugendfrei. Ein Ballett ist jugendfrei, Sigi. Und natürlich werden die Balletttänzer auch vorher so Strumpfproben machen. Strumpfproben? Ja, schätze ich mal, oder nicht? Was ist eine Strumpfproben? Ja, was wird eine Strumpfprobe sein? Was, die haben doch so Strümpfe, oder nicht? Ja. So eng. Und dann probieren sie halt die Strümpfe an. Ach so. Und das ist halt für mich eine Strumpfprobe. Ich meine, das ist die Generalprobe in Strumpfhosen. Meine Dinge auch so. Aber die Strumpfprobe speziell an sich ist für mich einfach nur das, was man so probiert. Eine Strumpfprobe. Klingt eigentlich auch noch so ein Fachbegriff. Ja, finde ich auch. Strumpfprobe. Definieren Sie die Strumpfprobe. Also, Sigi, wie hoch ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, wenn du jetzt so im Internet nach Strumpfprobe suchst, dass du eine Strumpfprobe findest? Was schätzt? Meinst du, dass du das findest oder nicht? 110%. Ja, glaubst du auch, gell? Gibt es bestimmt schon. Okay. Sigi, weißt du was? Mach mal Folgendes. Du schaust noch, ob es eine Strumpfprobe gibt. Das mache ich, und wenn ja. Sie es gibt, dann erzählst du es vielleicht an der Folge zu Silvester. Ich glaube, dass das ein Mordsgaudi ist. Ja, erzähl mal. Und was nur eine größere Gaudi war, wenn du nein, mit Strümpfen hergehört hast. Nein, das fällt aus, ich kann mir schon vorstellen, was jetzt kommt. Sigi, ich besorge einen Schnaps und dann tust du alles. Ich weiß bloß noch nicht, wie viel das braucht, aber dann kaufe ich wieder Flaschen mehr rein. Das ist kein Thema. Ja, du, aber jetzt noch Nussknacker. Wieso sind wir jetzt vom Nussknacker? Ach so, wegen Ballett. Ach, weil du gern Balletttänzer warst. Nein. Nicht? Habe ich da was da? Ja, also Nussknacker. Jetzt haben wir ja schon so viele Sachen in die Adventsfolgen uns angeschaut, vom Grippel über den Adventskalender und so viele Brauchtümer. Und dann habe ich mir überlegt, was feiert denn eigentlich noch? Und dann ist mir der Nussknacker aufgefallen. Ich weiß, dass wir den als Kind gehabt haben. Das war ein Selberbauer sogar tatsächlich. Und jetzt hat aber schon lange nicht mehr. Und dann habe ich da so ein bisschen nachgeschaut, wo der Nussknacker herkommt. Wo kommt denn her? Der Nussknacker. Ja. Ich glaube, dass das eine nordische Erfindung ist. Oder? Aus Holland irgendwas. Sigi, ich bin sehr stolz, also jetzt nicht auf die Antwort, aber dass das einmal eine bayerische Erfindung ist. Ist er bayerisch, echt? Ja, mein, was zahlt als Nussknacker, was zahlt nicht als Nussknacker? Also in der heutigen Form, so wie man kennt, dass hinten ein Hebel ist, dann öffnet sich der Mund und dann knackst du die Nuss damit. Also in der Form 1650 Berchtesgaden. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und die haben Nussbeißer dazu, Thomas noch gesagt. Da ist ja immer geschnitzt ja. Worden. Mhm. Ja, immer in den Gegenden, gell, da wo jetzt nicht so viel Ackerbau und die, wo ein bisschen eingespart waren, so ein bisschen ab vom Schuss, sagen wir mal. Da ist viel die, worden. Die sind handwerklich immer sehr ja. Gut. Gell. Und dann ist die Frage, jetzt sagst du, was ist ein Nussknacker? Also wenn du das ganz, ganz ursprünglich siehst, dass ein Nussknacker einfach eine Vorrichtung ist, wo man Nüsse knacken kann, dann geht es tatsächlich zurück bis in die Antike. Der Aristoteles hat da anscheinend schon mal umeinander da und der, in Italien später dann der Leonardo da Vinci auch, hat auch mal so eine Nussknacker-Vorrichtung gemacht. Im 16. Jahrhundert gibt es nachweislich auch Nussknacker-Figuren schon. Aber haben die auch geknackt? Die haben Nüsse. Geknackt, aber halt der eine Hebel da im Mund, so wie wir es wir halt kennen, wie gesagt, 1650 Berchtesgaden. Hast du eigentlich auch so einen Nussknacker gehabt? Weißt du, so einen Manschgall-Nussknacker, ja. Nicht? So ein Ding, was du in der Hand hältst und der Schrauben drehst? Ja, freilich. Und wie ist da das Resultat von den Nussen gewesen? Die waren immer das war blöd, immer, ja. Also meistens hast du es zermatscht, weil du hast es meistens nicht so dosieren können, dass du halt bloß ein bisschen und als Kind hast du ja noch nicht so viel Kraft. Also das dann hat, ist das mit einem... Das war meistens ein Bart, das stimmt schon. Genau. Und dann aber, haben wir es lassen. Aber schön schaut es einfach aus. Weil der Saustall, der war ja enorm. Ja. Ich meine, es hat natürlich einen Haufen Spaß gemacht, aber bis dann alles vom Teppich wegglauben, das ist natürlich auch nichts. Nein, da geht was da verzichten können drauf. Ich hab's dann immer machen lassen. Was? Der Papa macht das. Der Vater? Ja. Du hast deinen Vater zum Nussknacker eingespannt? Ja. Sieh, was du aber bei das hat er dann auch mit der Hand gemacht oder mit einem, ich weiß gar nicht, Mit der Hand kann man schon knacken. Mit der Hand hat er es gemacht. Ja. Gut, aber Haselnüsse knackst du nicht mit der Hand. Nein, das nicht. Das geht schwer. Außer sie haben Licher. Oder Paranüsse. Dann vielleicht. Oh, Paranüsse habe ich noch nie in der Schale gesehen. Echt? Ja. Die schauen aus wie Paranüsse mit Schale. Ach, geh. Ja, aber die sind noch härter wie Kokosnüsse.
Ehrlich, wo? Ja, so ähnlich. Aber Kokosnuss ist doch nicht so. Ach so, ja, genau, Kokosnuss. Mhm. Die Sauerei, stell dir mal vor, du hättest einen Nussknacker, wo du Kokosnüsse knackst. Ein riesen Ding. Boah. Nein, ich habe das schon mal gesehen, wie die das machen. Die haben da so eine Art Buschmesser und die sind ja brutal. Am Strand habe ich schon mal gesehen. Die hauen da mit dem Buschmesser umeinander, dass du denkst, die hauen sie jetzt ein kleines Hinterher. Aber die sind so schnell. Hack, zack, 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 der Bohnen, zack, 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 um, Deckel weg. Strohhalm rein, rum oben drauf, auf geht's. Ja. Bloß das Geile ist das, ich habe gemeint, so eine frische Kokosnuss, ist ja übrigens ein tolles Weihnachtsthema, gell? Ja. Aber bei manchen Leuten ist ja auch Sommer, jetzt wo Weihnachten ist. Ich habe immer gemeint, Mensch, wie geil ist denn diese frische Kokosnuss da vom Baum runter und so gleich. Vergiss es, du willst die am Strand, aber die, wo es aus dem Kühlschrank kommen, weil dann ist die schön kühl und dann schmeckt das alles anders. Die, wo du von draußen hast, die, wo frisch vom Baum runter ist, die ist ja lauwarm. Das, ja, das schmeckt nicht. Ja, darum sage ich ja, Strohhalm rein, rum oben drauf. Das haben wir auf Kuba gehabt, das war ganz geil. Aha, mit Eiswürfeln dann, oder? Na, ohne Eiswürfel. Ah, bloß aber dann auch aus dem Kühlschrank nicht. Nein, also weiß nicht, ob da die Palmen im Kühlschrank wachsen. Ich glaube eher nicht. Also das war wirklich lauwarm. Weiß nicht, was da 30, 35 Grad. Mit Rum geht das. Also hast du schon ein bisschen einen Rum drungen? Ja, da war mehr als ein bisschen Rum. Und hast du da eine Strumpfhosen angezogen? Nein, da habe ich keine Strumpfhosen angehabt. Da war ich gerade nach der Strumpfprobe. Gut, alles klar, dann probiere ich es nicht mit Rum, sondern dann kaufe ich was anderes ein. Superlative Nussknacker. Der größte Nussknacker der Welt steht in, was schätzt? Der größte? Ja. In, keine Ahnung. War ich am Land? In New York, wahrscheinlich am Times Square. Geht es manchmal wieder. Ist die, ja. Die. Aber die Deutschen sind auch narrisch. In Deutschland, in Sachsen, im Erzgebirge steht der, und zwar vor dem Nussknackermuseum. Ist 10 Meter 10 hoch und wiegt über 3 Tonnen. 3 Tonnen? Ja. Du kannst einen ganzen Sack Kokosnüsse knacken auf einmal. Wahnsinn, gell? Ja, aber Wahnsinn, was man alles macht, gell? Ich finde es brutal. Über drei Tonnen und dann 10 Meter hoch. Also wenn ich jetzt gerade einmal so überlege, als Kind, der 10-Meter-Turm, und dann steht da ein Nussknacker, der wo so riesengroß ist, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, mei. Und ja. Ist im Guinness-Buch der Rekorde irgendwas? Mei, das wird schon drinnen sein, wenn das der größte ist. Ich glaube, im Guinness-Buch, da musst die ja immer anmelden, gell, oder? Mhm. Ansonsten ist nicht offiziell und dann kann der 15 Meter groß sein und ist nicht anerkannt. Ja, also die, wenn's, das ist doch vom Nussknackermuseum, also das glaube ich jetzt nicht, dass die da irgendwie bescheißen, aber weiß nicht, ob sie es so gemeldet haben. Ja. Nussknacker. Eine schöne Deko auf jeden Fall. Ja, finde ich auch. Also, und kehrt zu Weihnachten. Kehrt zu Weihnachten. Auf jeden Fall. Auch wenn er nichts macht, sondern bloß da steht und schaut. Ja, ich muss mir jetzt auch wieder einen besorgen. Ich habe nämlich zur Zeit keinen. Ich finde den schön, auch wenn es, wie du sagst, zum Nussknacker vielleicht nicht ganz so praktisch ist. Aber ich besorge mir jetzt einmal wieder einen. Vielleicht im Ausverkauf, wenn es günstiger ist. Ja, so wie ein Adventskranz. Ja, ah, den habe ich schon. Du, apropos Geschenke, Sigi, Weihnachten ist nicht mehr lang hier, 4. Advent schon. Hast du schon alle Geschenke beieinander? Habe ich alle beieinander, weil im Herbst tue ich mir das an, weil das Reinrumpeln da 2 Tage vor Weihnachten in die Innenstadt oder auf betteln und einen Herrgott bitten, dass der Paketbote dann doch noch bringt, was ich online bestellt habe. Schwierige Situation. Also du bist eher vorbereitet, oder? Ja, also mittlerweile hat man Erfahrung und den einen oder anderen Fehler schon gemacht. Ich glaube, Vorsorge ist dann besser als das Nachsehen haben. Ich wollte es auch mal so machen wie du und habe mir gedacht, Mensch, warum musst du das im November, Dezember erst kaufen? Und dann, wenn du das ja vorher schon weißt, dann habe ich unter dem Jahr schon was gewusst. Dann habe ich das auch gleich gekauft und dann habe ich im neuen Jahr gecheckt, dass ich eigentlich das Geschenk, was ich für jemanden gekauft habe, ganz vergessen habe zum Schenken und habe dann schon wieder ein neues gekauft gehabt. Oder du hast das gekauft und dann nach einem Monat denkst du, warum habe ich das eigentlich gekauft? Und dann hast du es wieder verkauft bei eBay. Verkauft halt jetzt nicht nur mehr. Aber weißt du, dann musst du halt warten. Ja, okay, wann ist jetzt da der Geburtstag oder so. Naja, ja schön. Sigi, wir sind schon wieder am Ende von der Folge angelangt. Schön war es wieder mit dir. Ja, Traum. Sigi, jetzt sehen wir uns ja vor Weihnachten dann nimmer. Da wünsche ich dir einen schönen heiligen Abend. Genieß das. Feier so, wie du das magst und trink aber nicht zu viel, weil an Silvester musst du herhalten. Ach so, ich muss ja sowieso an Silvester herhalten. So ist es, mit deinen Strümpf. Mit Strümpf und Laute. Dann wünsche ich dir auch geruhsame Weihnachten,
wie wir uns nicht mehr sehen, und auch der ganzen Familie und all unseren Hörern ebenfalls ein gesegnetes Weihnachtsfest. Siege, das hast du schön gesagt, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Merci dir auch. Liebe Zuhörer, eine schöne Adventszeit. Bis zum Heiligen Abend noch.